Hallo und welcome back bei Easy Tech. Heute mit einem Tipps und Tricks Video fürs Apple iPhone 15 Pro oder 15 Pro Max. Natürlich sind die Tipps und Tricks auch auf andere iPhone Generationen anwendbar. Viel Spaß beim Zusehen. Tipp Nummer 1: Autohelligkeit deaktivieren. Die iPhones sind ja ab Werk so eingestellt, dass sie ihre Helligkeit automatisch regeln. Der ein oder andere möchte das jedoch nicht und möchte gerne seine eigene Helligkeitsstufe einstellen und beibehalten. Dazu gibt es eine Möglichkeit, und zwar gehen wir einmal in die Einstellungen. Dort suchen wir den Punkt Bedienungshilfen. Unter diesen finden wir den Punkt Anzeige und Textgröße. Und wenn wir nach ganz unten scrollen, kommt der Punkt Autohelligkeit. Den deaktivieren wir damit und schon können wir unsere Helligkeit komplett selbst regeln und beibehalten. Tipp Nummer 2: Bewegungen reduzieren. Wenn wir auf unserem iPhone irgendwelche Apps starten, zum Beispiel den Safari-Browser, dann sehen wir, wie diese App langsam nach oben aufgeht. Wenn wir von unten nach oben ziehen, verschwindet sie wieder in dem App-Icon. Das ist schön, diese Animationen, die schauen sehr gut aus, aber da manch einer sagt, er will ein noch flüssigeres Erlebnis haben auf dem iPhone. Das ist möglich. Dazu gehen wir in die Einstellungen. Dort suchen wir wieder den Unterpunkt Bedienungshilfen. Dort gibt es den Unterpunkt Bewegung und ganz oben den Punkt Bewegung reduzieren. Wenn wir den einmal aktivieren und von unten nach oben streifen, dann ist diese Animation verschwunden. Ebenso beim Öffnen von Apps macht einen insgesamt, finde ich, flüssigeren Eindruck. Tipp Nummer 3: Bildrate beschränken. Es besteht bei den Pro- und Pro Max Modellen ab der 13er Serie die Möglichkeit, die Bildfrequenz von 120 auf 60 Hertz zu beschränken, um beispielsweise Akku zu sparen. Dazu gehen wir einmal in die Einstellungen. Dort suchen wir wieder den Punkt Bedienungshilfen. Dort gehen wir erneut auf den Punkt Bewegung und ganz unten finden wir Bildrate beschränken. Da steht schon dabei als Text, hiermit wird die maximale Bildrate auf 60 Bilder pro Sekunde festgelegt. Wenn wir das aktivieren, dann läuft das iPhone unter 60 Hertz. Tipp Nummer 4: Auf die Rückseite tippen, um eine Aktion auszulösen. Das machen wir folgendermaßen. Wir gehen erneut in die Einstellungen, suchen die Bedienungshilfen auf. Dort gibt es dann den Punkt Tippen. Und dort, wenn wir ganz nach unten scrollen, ist der Punkt auf Rückseite tippen. Ich habe da jetzt für einen Doppeltipp die Taschenlampe festgelegt, weil ich den Action-Button für etwas anderes benutze. Und das sieht dann so aus. So kann man dann mit einem Doppeltipp Aktionen auslösen. Tipp Nummer 5: Einhandmodus. Viele, gerade von den Pro Max Nutzern unter uns, werden den Einhandmodus kennen. Man hat nur eine Hand frei und kommt nicht nach ganz oben ohne Handakrobatik. Dann besteht die Möglichkeit, dass man hier nach unten zieht und somit den sogenannten Einhandmodus zu öffnen und damit das Handy eigentlich fast komplett zu bedienen. Sollte der Einhandmodus nicht von Haus auf aktiv sein, kann man den aktivieren, indem man in die Einstellungen geht, dort wieder die Bedienungshilfen aufsucht. Da gibt es dann den Unterpunkt Tippen und hier kann man dann den Einhandmodus aktivieren oder deaktivieren. Tipp Nummer 6: Weißpunkte reduzieren. Vorhin hatten wir ja schon die Autohelligkeit behandelt. Es gibt noch eine Möglichkeit, das Display des iPhone noch weiter abzudunkeln, als es hier im Regler möglich ist. Dazu gehen wir einmal in die Einstellungen. Dort suchen wir wieder die Bedienungshilfen auf. Dort suchen wir dann den Punkt Anzeige und Textgröße. Und wenn wir hier nach unten scrollen, dann kommt irgendwann der Punkt Weißpunkt reduzieren. Den aktivieren wir und dann haben wir unten ja einen Regler. Wenn wir den nach hinten ziehen, dann können wir das Display nochmal merklich abdunkeln.
Tipp Nummer 7, Anzahl der Ladezyklen auslesen. Was bis vor kurzem noch ein etwas komplizierteres Unterfangen war, hat Apple jetzt einfach ins System mit eingebaut. Dazu gehen wir in die Einstellungen. Dort scrollen wir runter zu Allgemein und gehen oben auf Info. Und jetzt, wenn wir ein Stück nach unten scrollen, sehen wir hier unten die Informationen über die Batterie, das Produktionsdatum, Ersteinsatz und eben auch die Anzahl der Ladezyklen. Tipp Nummer 8, Ladeoptimierung. Bei Ladeoptimierung haben wir die Möglichkeit, den Verschleiß unseres iPhone-Akkus etwas in die Länge zu ziehen. Das machen wir folgendermaßen. Dazu gehen wir in die Einstellungen, scrollen runter bis zum Punkt Batterie und dort gibt es wieder den Unterpunkt Batteriezustand und Ladevorgang. Und ganz unten ist die Ladeoptimierung. Da können wir jetzt einstellen, ob wir ohne Optimierung, dann lädt das Ding einfach immer voll bis 100%. Dann können wir ein 80%iges Limit machen, um den Akku zu schonen, oder das optimierte Laden der Batterie. Da lernt das iPhone das Nutzerverhalten und tut dementsprechend dann die Batterie laden. Tipp Nummer 9, Ein- und Ausbeschriftungen. Es gibt im System von iOS die Möglichkeit, statt diese Kippschalter in einen Ausschalter zu verwandeln. Der eine oder andere findet das einfach ansprechender. Dazu müssen wir wieder mal in die Einstellungen. Dort suchen wir erneut die Bedienungshilfen auf. Und in den Bedienungshilfen gibt es dann die Anzeige- und Textgröße. Und hier finden wir dann auch den Punkt Ein-Aus-Beschriftungen. Das sieht dann so aus, wir haben hier dann, was aktiviert ist, ein 1er stehen und das ist grün. Und alles, was deaktiviert ist, ist grau und genullt. Tipp Nummer 10, haptisches Feedback bei Authentifizierung. Wenn wir unser iPhone mit Face ID entsperren oder etwas im App Store beispielsweise kaufen und mit Face ID bestätigen, dann sehen wir in der Regel oben in der Notch kurz das Face ID Symbol, welches uns symbolisiert, dass das Ganze erfolgreich war. Der ein oder andere möchte aber gerne noch ein weiteres Feedback haben, um zu wissen, das hat jetzt funktioniert oder das hat nicht geklappt. Das geht dann folgendermaßen. Dazu gehen wir wieder in die Einstellungen. Dort suchen wir erneut die Bedienungshilfen auf. Da gibt es dann den Punkt Face ID und Aufmerksamkeit. Und da muss man das anschalten bei Haptik, bei erfolgreicher Authentifizierung. Und jetzt, wenn man entsperrt, dann kriegt man zusätzlich ein Vibrationsfeedback. Das war mein Tipps und Tricks Video zum iPhone. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte einen Daumen hoch, Abo dalassen. Und wenn ihr irgendwie ein Nachfolgevideo haben wollt, gerne auch einen Kommentar dazu dalassen. Ich freue mich über alles. Vielen Dank und ich wünsche euch einen angenehmen Tag.